Ich habe ja sehr, sehr, sehr erfolgreich mein Theater-, Film- und Fernsehwissenschaftsstudium abgebrochen. Und das war halt quasi, als ich mich entscheiden musste, eröffne ich Gold und Beton oder mache ich mein Studium zu Ende. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich glaube, in der Schule lerne ich mehr als in der Schule. Und genau, hab das ist eigentlich alles, naja, wirklich so DIY-Lernen. Ja, ich bin Miriam Jakusch. Hi, willkommen hier am Ebertplatz in der Kölner Innenstadt. Meine Beziehung zum Ebertplatz fing eigentlich mit großer Sehnsucht nach ihm an, als ich das erste Mal hier war und gesehen habe, wie vor, weiß nicht, 10, 12 Jahren so eine vitale, freie Kunstszene sich etabliert hat. Und seit 8 Jahren bin ich eine von den Kooperationsmenschen, die den Ebertplatz mitgestalten und habe unten meinen Kunstraum Gold und Beton. Die restlichen Beziehungen, die wir zum Ebertplatz haben, die entwickelten sich durch diverse städtische Situationen, weshalb wir mittlerweile seit 3 Jahren auch sehr viel zivilgesellschaftlich und mit der Nachbarschaft und mit der Stadt Köln auch nochmal ganz anders jenseits von der reinen Kunst den Ebertplatz mit bespielen und beleben. Wir sind bei uns 5 Mitglieder zurzeit. Das sind Lukas Herrmann, Jeanne-Leonie van Eeden, Marie Stute, Fee Joosten und ich. Und verschiedenste Backgrounds. Der eine mehr aus der aktivistischen Ecke und politischen Ecke, die andere mehr aus der koordinativen Kulturmanagement-Ecke. 2 von uns sind Künstlerinnen, Autorinnen und sowas. Und ist eine, ja, ist eine bunte Mischung. Also als Kulturarbeitende ist man ja heutzutage doch sehr, ja, wie soll man sagen, wir kennen die ganzen Diskussionen, wie prekär man lebt, dass man sich auf gar keinen Fall bitte seinen Stundenlohn ausrechnen sollte, wo irgendwie das Ehrenamt dann doch mal irgendwie seine Grenzen erreicht und so. Und statt es aufzugeben und einzustampfen, musste sich einfach erweitert und vergrößert und gestärkt werden. Ich habe mich auch früher eher von dem Begriff Kuratorin abgewandt, als wir noch die Baustelle Kalk gemacht haben und sowas. Das war dann, eigentlich war die Baustelle die Kuratorin, so mäßig. Und das hat sich jetzt auch erst in den letzten vielleicht 3, 4 Jahren entwickelt, dass ich halt dann so sage, ja, okay, ich bin zwar ein Hybrid, aber eine Bezeichnung davon ist, dass ich freie Kuratorin bin. Und so Veranstalterin gehört ja, also gehört dann irgendwie für mich auch in diesen Bereich. Ja. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der so voll so Self-Marketing macht und sowas. Ich bin keine Brand, ich bin schlecht in Social Media und sowas. Also das ist einfach Fakt. Und das ist dann irgendwie manchmal, merkt man da, also diese Diskrepanz von Leuten, die halt so richtig aus sich selber eine Marke basteln und irgendwie kleckern statt klotzen und die Dinge so voll bei Namen nennen und sowas. Das hat man dann irgendwie aus Beobachtung so gelernt und dann versteht man halt so, ah ja, klar, wenn hier jetzt 1,5 Wochen oder so eine Künstlerin bei mir im Gästezimmer lebt und ich die bezahle und die bei mir ausstellt, andere würden das eine Residency nennen, so, ne? eine Mini-Residency nennen, ich aber nicht und sowas. Das sind dann halt so Dinge, wo man dann halt anfängt, okay, ja, so Bezeichnungen, Kategorisierungen sind oft dann auch mal hilfreich. Alles. Das hier.
Also ich glaube, es ist wichtig, wenn man irgendwie so ein persönliches Feeling in den Raum transportieren kann und gleichzeitig den Spirit vom Raum den Menschen irgendwie darlegt. Das fand ich halt, also bei meinen beiden Räumen quasi, also Baustelle Kalk und Gold und Beton, war das halt nicht so, dass ich aktiv Räume suche oder wir, sondern die Räume waren da und haben uns gesagt, feed me oder so, show me, show me. Ja, selbstverständlich ist es halt irgendwie immer wichtiger, dass man aktiv auf so Antidiskriminierungsansätze in seiner eigenen Arbeit aufmerksam macht, dass man irgendwie Menschen darauf hinweist, dass es irgendwie ein Safe Space ist und wenn man sich nicht safe fühlt, bitte jemanden anspricht und sowas. Das finde ich auch total wichtig bei gewissen Größen von Veranstaltungen und so. Ist halt auch immer so, ich finde es immer eine wichtige Balance irgendwie auch zu halten zwischen größtmöglicher Qualität und größtmöglicher Offenheit. I screamed on the balcony. Topological dwellers, citizens of hell, of the elegance. I am the light. And bring cocaine in the snow. Also das ist natürlich eine super tragische Situation hier am Platz. Jetzt nicht nur eben, dass Menschen gestorben sind, sondern auch wie danach damit umgegangen wurde. Also es sind einfach nur irgendwelche Anonymen aus dem Drogenmilieu und so weiter. Die schlimmsten Fragen so im Kopf, dieses, hat jemand seiner Familie Bescheid gesagt und so Sachen? Also wissen die das und wie wissen die das und sowas? Und halt auch, wenn man irgendwie hört, beim zweiten Todesfall, wie hier die Situation war. Also der weiße Mensch, der den Notruf gerufen hat und irgendwie versucht hat zu helfen, der hat einen Seelsorger zur Seite gestellt bekommen und die hysterisch schreiende, total aufgelöste schwarze Frau wurde einfach nur, hey, jetzt halt mal deine Klappe-Style irgendwie ruhig gestellt, statt halt irgendwie gesagt zu werden, hey, wahrscheinlich kennst du diese Person, vielleicht kennst du den Täter, vielleicht kennst du das Opfer oder sonst was. Das ist eine Tragödie und man muss mit den Menschen irgendwie ganz anders kommunizieren. Und bei der ersten Situation waren wir zugegeben auf jeden Fall überfordert und das war auch eine richtig schlimme Sache, weil halt zum Beispiel tagelang die Blutflecken nicht weggemacht wurden. What the fuck? Und beim zweiten Mal haben wir halt irgendwie so zumindest irgendwie dazu aufgerufen, zu trauern und darüber zu reden und irgendwie Blumen aufzustellen und Fragen zu stellen, wer war das? Wir haben keine Antworten bekommen, aber wir haben zumindest das versucht rauszufinden und so. Wir haben ja so hauptsächlich mit den Stellen Kulturamt und Stadtraummanagement zu tun, beziehungsweise Stadtplanungsamt. Und das sind dann schon so die Urbanisten und die KünstlerInnen, also die halt irgendwie auch schon ein bisschen Ahnung davon haben. Flexibilität und kreatives, freies Denken und sowas. Das gibt's halt schon auch, das gab es auch schon von Anfang an an den Stellen, mit denen wir kommuniziert haben mit der Stadt. Aber es wird natürlich dann schwierig, wenn es halt an die entscheidenden Stellen kommt, die halt eben nichts damit zu tun hat. Also Baudezernat, Verkehrsamt und so weiter, Ordnungsamt und sowas, ne? Und da kommen wir auf jeden Fall ganz, also an manchen Stellen ganz klar stoßen wir da auf Unverständnis. Also da gibt es nicht wirklich gemeinsames Vokabular. Das ist frustrierend, aber das würde man sich wünschen, dass sich das langsam mal ändert. Aber irgendwie ist es noch nicht so ganz angekommen. Also für manche sind wir noch die Punks als Brunnen e.V. Und das ist so, okay. Eines meiner neuen Lieblingsprojekte am Platz.
Unser 60 Meter LED-Band hat angefangen als das Projekt Transit, vorübergehende Literatur am Ebertplatz. Das war Anfang des Jahres. Und zwar, klar, anlässlich des übelsten Lockdowns hier und 21 Uhr Ausgangssperre und so, war es ein Projekt, um die Literaturszene in Köln irgendwie ein bisschen zu fördern und auch denen etwas öffentliche Aufmerksamkeit geben zu können, weil sie eben natürlich gerade Lesungen und sowas natürlich überhaupt nicht klappen. Da gab es eine große Ausschreibung mit 600 eingereichten Texten, aus denen 31 ausgewählt wurden von der Jury. Und damit fing das an. Also 5 Wochen lang liefen hier die 31 verschiedenen Texte. Da seht ihr zwischendurch auch noch welche zwischen den Videos laufen. Und als wir gesehen haben, was dieses Band alles kann, war klar, okay, wir brauchen definitiv auch Videokunst drauf und haben dann aufbauend auf diese 5 Wochen nochmal 5 Wochen Videokunst reingehauen. Und jetzt wird sukzessive dieses Band verlängert, weil wir es nicht mehr loswerden wollen. Genau, jetzt gerade läuft der Lieblingstext Die Tauben von Helen Brecht. Genau, James Ferraro, Embryo sind auf jeden Fall schon mal so zwei großartige Shows gewesen. Henrike Naumann, ihre erste Ausstellung im Westen, die dazu geführt hat, dass sie ihre erste Solo-Museumsshow im Museum ab Teilberg bekommt hat. Also nicht alleine dazu geführt hat, aber die Direktorin wurde hier hingeschickt, hat sich das angeguckt, hat Henrike danach eingeladen. Also so, das sind total tolle Highlights, wenn man so sieht, wie halt irgendwie sich Dinge immer weiterentwickeln und dass man selber den Überblick verliert. Letztes Jahr hatten wir hier unseren Urban Dance Battle. Das war der Startschuss vom Kölscher Herbst, unsere 2-monatigen Antirassismus-Wochen im Gold und Beton. Das war auf jeden Fall das Highlight des letzten Jahres, aber trotz Corona. Dass der Brunnen läuft natürlich seit 2018, da hätten wir halt die Jahre davor niemals dran geglaubt, natürlich nicht und sowas, genau. Und jetzt mal schauen, ich hoffe auch das nächste Highlight, dass eben die Passage weitergedacht wird, statt zerstört wird. So. Wir werden selbstverständlich total dafür kämpfen, dass diese Passage erhalten wird, weil kein Mensch weiß, also doch, man weiß alleine schon, dass hier unten ja Sumpf ist und das für einen zweistelligen Millionenbetrag erstmal statisch aufgebessert werden muss, damit hier was draufgeschüttet werden kann, wenn du das hier alles abreißen und zuschütten willst. So. Also, hey, kommt mal klar, so denkt, dieser Abriss steht immer noch zur Diskussion im Klimanotstand. Also es geht nicht in meinen Kopf und das ist langsam sehr frustrierend, wenn du dann halt eben gleichzeitig hörst, dass einfach überhaupt keine Wertschätzung, nicht überhaupt keine, aber an mancher Stelle wirklich kein Verständnis dafür besteht. Und man kämpfen und kämpfen und kämpfen und kämpfen muss, es reicht dann irgendwann. Wir haben einfach, ich bin müde. Ich will nicht mehr weiter kämpfen, wir machen tolle Sachen und ich will nicht die ganze Zeit dafür werben und die Leute überzeugen und überzeugen und überzeugen und Präsentationen und offener Brief nach, nur um zu sagen, Leute, geht einfach hier hin und guckt es euch an, das funktioniert. Ja, sorry, gerade echt nicht mehr optimistisch wie sonst. Thomas, wir haben Glück, das Tor ist auf. Ja, hier wurde letztes Jahr alles abgerodet und wir sind so froh, dass der ganze Wald wieder ein bisschen zum Vorschein gekommen ist. Ich gehe mal hier lang. Ah ne, da ist auch schon alles dicht. Ja, das hier ist unser Kulturhof. Das ganze Gebäude hier. Also, dieses hier, das ist die Halle 66.
Das hier sind so kleine Baracken, die wollen wir selbstverständlich auch am Ende benutzen. Und dann das Gebäude, was ihr auf der anderen Seite seht, ehemaliges Verwaltungsgebäude. Das soll unser Finanzfaktor werden. Das da auch noch hier. Das hier gehört dann auch dazu, genau. Also momentan kämpfen wir ja seit 4 Jahren kämpfen wir ja dafür, dass hier diese Fläche freigemacht wird für Kalk. Wir haben ja in Kalk den geringsten Frei- und Grünflächenanteil von ganz Köln und sind gleichzeitig aber irgendwie eingepfercht zwischen 2 riesengroßen Flächen, die der Stadt Köln gehören und einfach uns verwehrt bleiben und eingezäunt sind. Das ist einmal eben hier das gesamte Hallenkalkareal. Wir wollen ja nur irgendwie 1/10 vom gesamten Entwicklungsareal für die Öffentlichkeit frei haben. Und der Kalkberg ist natürlich auf der anderen Seite von Kalk verschlossen. Da gibt es hoffentlich auch bald Änderungen. Und genau, hier ist jetzt gerade das ist eins der aktiven Projekte jetzt gerade, wo wir so sehr stadtaktivistisch unterwegs sind. Wir haben vor ziemlich genau 4 Jahren einen Antrag gestellt, als Baustelle Kalk e.V. damals noch, dass eben diese städtische Fläche tatsächlich auch den Menschen der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Und ja, in unserer Vision wird das hier irgendwie die Freifläche des Kulturhofs. Hier gibt es irgendwie Möglichkeiten zum Grillen und zum einfach Konsum, also ohne Konsumzwang abhängen. Menschen können rein, rauskommen, wie sie wollen. Hier soll es Veranstaltungen geben, kleine Gastro, ein Projektbüro, wo immer über die Entwicklung des Hallenkalkareals, was ja ein riesengroßes Kölner Projekt ist und so, was irgendwie immer aktualisiert darüber berichten soll. Das dann kann dann sowohl die Stadt Köln berichten, als aber auch zum Beispiel Domit, das Haus der Migration, die dort in die Halle 70 einziehen werden. Und genau, wir wollen hier eigentlich so sehr gerne das Werkstattverfahren, das vor 5 Jahren passierte, irgendwie in die Realität umsetzen und kommen nicht weiter zurzeit. Das ist ein bisschen frustrierend. Aber wir sind hier in Köln und die Verwaltungsstrukturen malen nicht nur langsam, sondern auch gerne dagegen. Und wir haben hier irgendwie so ein bisschen Sand im Getriebe. Also es scheitert an der Angst der Stadt vor Experimenten und an der Liebe zum Investor, so würde ich es jetzt mal benennen. Also wenn man mit den harten Parametern, wie halt so Liegenschaftsamt oder das Baudezernat oder sowas, Tacheles reden möchte hierüber, das geht einfach nicht weiter. Vor 3 Jahren zum Beispiel saßen wir halt mit 60 Leuten am Tisch und haben darüber nachgedacht, was hier passieren kann. Und dann kommt und kommt und kommt nichts und plötzlich sind wir halt nur noch zu 9. Ja, danke. So, dann sind wir nur noch zu 9, weil es passiert nichts weiter. Und so schöne Ideen es gab von dem Werkstattverfahren und so, nichts konnte umgesetzt werden, weil es halt jetzt mittlerweile 5 Jahre her ist und unser Antrag halt so lang und genau, also es ist anstrengend und diese Mischung aus Kultur und Sozialem, die ist natürlich in Kalk auch nochmal so eine andere Frage. Wir haben ja, also als wir die Baustelle aufgemacht haben, das war ja ganz klar, wir sind auf der Kalk-Mühlheimer Straße, das ist eine super, super verruchte Straße so und da sind wir ja notgedrungen irgendwie mit der Nachbarschaft, mit allen, auch wenn wir in so einem Hinterhaus waren, auch sozial, selbstverständlich. Am Ebertplatz ist es ja auch so. Und hier lässt sich das auch auf jeden Fall trennen. Also es wird halt höchst soziale Orte geben, die halt auch rein nachbarschaftlich, partizipativ, soziokulturell sind und so weiter. Aber es wird halt auch ganz normale Kultur geben, Konzerte geben, Ausstellungen geben, die halt dann unter anderem von mir geplant sind. Aber soziale Projekte sind dann vielleicht eher von unserer Sozialpädagogin mitgeplant und so weiter. Also so, wir haben da schon irgendwie ja, sehr multiperspektivische Herangehensweisen. Franklin! Why? Wake up! Why? I'll tell you why. Okay!
The waves of Atlantis are too much. They're not for you. Now there's so much more you can do. Don't get stuck down here with Queen Magoo. Persönliche Beziehung zum Stadtteil Kalk fing wahrscheinlich 1984 an, als ich geboren wurde. Nicht in Kalk, aber in dem Jahr hat mein Vater sein Büro in Kalk eröffnet. Als ich dann 2004 aus der kleinen Stadt Niedergassel wieder zurück nach Köln gezogen bin, as soon as possible, ging es tatsächlich auch direkt genau in dieses Haus nach Kalk. Und da wohne ich jetzt seit über 15 Jahren. Und wann war es denn? 2012 war es, haben wir die Baustelle Kalk eröffnet. Das waren meine Schwester Fatma, Nicole Wegner und ich. Und das war unser Lieblings-DIY-Spielplatz und die schönste Blase für kunstvolle Popmusik, wie die Stadtrevue es so gerne beschrieben hat. Ja, eigentlich klassischer DIY-Space. Konzerte, wenn möglich, Ausstellungen, Lesungen. Abhängen, einfach nur Bar machen und zu Gesprächen einladen. Das haben wir auch tatsächlich 6 Jahre lang gehalten, ohne Förderung oder sonst was. Und mit sehr wirklich wildem Programm und viel absoluter Freiheit. Das hat mir dann irgendwie sehr, ja, so die Augen, also nee, nicht die Augen geöffnet, die hatte ich schon vorher offen. Aber tatsächlich so empowered. Das ist einfach, man versteht. Ich brauche den Raum, ich brauche den Vibe vom Raum und kann den füllen mit meinen Inhalten oder unseren Inhalten. So. Und das hat sich dann irgendwie so sehr wie eine Blaupause angefühlt. Also das hat man dann einmal verstanden und dann hat sich das wirklich sehr entwickelt, dass es halt irgendwie, man lernt immer mehr Leute kennen, die zu deinem Projekt kommen. Also gute Menschen, die gute andere Projekte in Köln machen und sowas, zu denen man vorher vielleicht nicht unbedingt einen Zugang hatte und sowas. Und letztlich kann man eigentlich das darauf zurückführen, dass ich am Ende auch Gold und Beton aufmachen konnte und sowas, weil eben der Vormieter von Gold und Beton in der Baustelle Gast war. Das war der Playground vor Ort, der schmerzlich vermisst wird. Es waren wirklich tolle Zeiten in Kalk. Genau e.V., also die waren irgendwie so unsere Nachbarn um die Ecke, die haben ein ähnliches Programm gemacht, nicht ganz so noisy wie wir, aber auch Classic DIY Space und hatten noch ihre Proberäume da und sowas. Und dann wir mit mehrfachem Monatprogramm und 3 Kneipen, die toll waren und so weiter, alles nicht mehr da, alles irgendwie hauptsächlich aufgrund irgendwie, also nicht freiwillig gegangen, sondern aufgrund von Nachbarschaft oder Ordnungsamt oder sonst was einfach nicht mehr vorhanden. KünstlerInnen haben gerne irgendwie diesen Vibe, dass man so den Brotjob verheimlicht. Weil das quasi erklärt, dass du so mit deiner Kunst nicht so erfolgreich genug bist, dass du davon leben kannst, so dies, das. Und bei mir ist es halt irgendwie tatsächlich so, ich bin seit 2018, kann ich quasi von freien Projekten arbeiten und so. Das ist halt wirklich abgefahren, das habe ich einfach so gemerkt, okay, ich glaube, ich könnte das jetzt mal ausprobieren. Und dann ja, brauchst du halt so 1, 2 gut bezahlte Projekte im Jahr und der Rest, der summiert sich dann irgendwie. Und da bin ich einfach super happy drüber, dass das irgendwie klappt seit jetzt 3 Jahren irgendwie. Und das ist alles andere als selbstverständlich und liegt auch ganz klar daran, was ich halt auch total wichtig finde, immer zu erwähnen, dass ich halt irgendwie so ein gewisses Supportsystem um mich herum habe. Also so, ich habe eine Strategie, wie ich an meine komme. Ich habe eine Strategie, wie ich an meine Steuer erinnert werde. Ich habe ganz geringe Lebensunterhaltskosten und so weiter. Also das ist irgendwie die ganze Struktur um mich herum erlaubt es mir überhaupt dann auch irgendwie, weiß ich nicht, 50% der Arbeit, ohne darüber nachzudenken, unbezahlt zu machen, weil das ist halt ja auch keine Arbeit, die umsonst ist, nur weil du sie
für kein Geld. Ja, die Momente gibt's und die sind aber auch sehr neu, dass ich mir denke, fuck it all, ich habe keinen Bock mehr, warum mache ich das alles? Das ist jetzt etwas, was sich in den letzten 6 Monaten ungefähr entwickelt hat, was aber eben auch auf Reaktionen auf einen selbst dann von Seiten eben der Stadt und sowas kommen, wenn du halt merkst, also so doppelt umsonst arbeiten ist halt immer scheiße. For nothing and for nothing, ne? Also so, du bekommst kein Geld, aber es kommt auch nichts bei rum. Das will ich halt einfach nicht mehr machen. Zurzeit bin ich eher auf so einer Arbeitsverweigerungsebene und die wenige Energie, die ich noch habe, will ich eben in künstlerische Projekte investieren und nicht der Verwaltung wieder erzählen, wie sie es... Also ja, ihr habt Probleme, das rauszufinden, okay, lass uns das für euch lösen und dann funktioniert es trotzdem nicht und so weiter. Ne? Also so, das haben wir jetzt einfach so intensiv gemacht, das macht einen krank. Also es hat mich auch krank gemacht und das ist wirklich jetzt erstmal so ein bisschen vorbei. Ich bin auch hart am Chillen, wenn ich nicht arbeiten muss. So. Das ist auch wichtig zu erwähnen. So. Aber das ist schon schwierig, so diese Taktung. Das Gefühl werde ich dann irgendwie nicht mehr los, dass das so wie so eine Übergriffigkeit ist. You ain't serious. I hope this is not poison. Da habe ich tatsächlich nie so richtig Anleihen, also dass ich noch mal in so Angestelltenverhältnisse möchte momentan. Das ist einfach, also auch vorher war immer für mich oder ab einem bestimmten Zeitpunkt für mich wichtig, dass ich meinen Job an mein Leben anpasse und nicht umgekehrt. Und Hauptsache irgendwie, ich komme um die Runden mit dem Geld. Und jetzt zur Zeit sehe ich das einfach nicht als Alternative, so einen Job zu haben, wo mir jemand anderes komplett erklärt, wie ich meine Zeit einzuteilen habe. Ich habe heute noch mal dran gedacht, tatsächlich an so eine Situation, die ich immer noch total absurd finde. Als ich damals 2013 das Gold und Beton übernommen habe, da mussten wir halt so ein Konzept schreiben und bei der Stadt einreichen und sowas. Und da musste ich halt irgendwie Einkommensnachweis, Schufa und so weiter von mir abgeben. Und alle, die da unten mieten, waren so bei, what? Was musst du machen? Hä? Habe ich noch nie von gehört, dass wir das machen müssen und sowas. Da war ich so, okay. Und ich habe es tatsächlich, wie man das wahrscheinlich so gelernt hat für sich selber, nicht irgendwie auf meine Person oder meinen Namen gezogen. Aber jemand hat das dann gesagt von den anderen, ja, das liegt bestimmt daran, dass du einen türkischen Namen hast und aus Kalk kommst. Ich so, wow, okay, true. Ja, und sonst kann ich es dir nicht sagen, weil wenn du was nicht kriegst, dann kriegst du es nicht, dann beziehe ich das einfach nicht darauf. Und ich bin ja auch jetzt im Vergleich irgendwie zu, also I can pass, ne? Also so, wir sind super kartoffelig schon aufgewachsen, weil wir halt irgendwie in der Kleinstadt sind. Wir sind alle in der katholischen Grundschule gewesen, weil das die einzige Grundschule war. Mein Vater ist nicht mit einer Familie hingekommen, sondern alleine, musste auch erstmal Deutsch lernen, also solche Sachen. Wir sind halt jetzt auch nicht so zu, wir hatten nicht zu sehr eine Diaspora oder sowas, in der wir dann aufgewachsen sind. Und deshalb habe ich ja wahrscheinlich weniger Probleme als manch anderer. Aber man hat das natürlich, also gerade jetzt, wo die Diskussionen wieder so viel, also wo die Diskussionen überhaupt so intensiv werden, fallen einem immer wieder so Sachen ein, die halt früher passiert sind, die man auch nicht irgendwie als wirklich schlimm, aber als irritierend empfunden hat und so. Und erst im Nachhinein merkt, holy fuck, mein Deutschlehrer war ein Rassist. Also solche Sachen, ne? Das merkt man dann halt erst 20 Jahre später manchmal. Ja. Drei Dinge, die sich in der Kölner Kultur ändern sollten. Mut für Experimente, Kultur als harte Währung und starkes Kulturdezernat. Ich glaube, so damit kommen wir schon ein bisschen weiter.